aus dem BTMG. Cannabis ist raus aus dem BTMG. Cannabis ist raus aus dem BTMG. Hallo Berlin! Mein Name ist Steffen Geier. Als Versammlungsleiter begrüße ich euch auf der traditionsreichsten deutschen Demonstration für die Legalisierung von Cannabis als Rohstoff, Medizin und Genussmittel. Herzlich willkommen auf der 28. Hanfparade, der ersten, auf der das möglich ist. Gönnt euch, Leute, das haben wir uns verdient. Na, wie schmecken die legalen Joints nach all den Jahren? Schmecken die so geil, wie ihr euch das vorgestellt habt? Ich weiß nicht, hatte ich mir irgendwie bürgerlicher vorgestellt, diese legalen Joints? Der schmeckt noch nicht mal versteuert. Komisch. Der könnte noch viel mehr nach Freiheit schmecken. Der schmeckt irgendwie bitter. Vielleicht liegt sie an mir. Sekunden. Und? Irgendwer fehlt, oder? Hört man in der letzten Zeit häufiger, dass die legalen Joints nicht allen schmecken? Ganz besonders denen nicht, die gar keine rauchen? Markus, Wie heißt er? Söder zum Beispiel, genau, der Markus. Der Markus, der findet Cannabis so eklig, der würde am liebsten, dass in ganz Bayern niemand mehr kiffen darf. Kein Tag vergeht, an dem er und seine Kettenhunde nicht irgendwas von Bußgeldern faseln. Da geben die sich richtig Mühe in der bayerischen Staatskanzlei. Jeden Tag eine neue dumme Idee, ein neuer dummer Vorschlag. Und warum? Damit Cannabis möglichst viel Arbeit macht. Damit es weiter für Konflikte sorgt, für sozialen Sprengstoff. Die CSU und Markus Söder, die sind gerade sehr, sehr wütend. Und das liegt daran, dass sie schlechte Verlierer sind. Und wir Cannabiskonsumenten in den letzten Jahren mehr oder weniger zufällig zu Gewinnern wurden. Du und du und du und du und ich, wir sind Gewinner. Wir sind die vorläufigen Sieger in einem Kulturkampf, der schon seit 50 Jahren tobt. Und das kann die CSU überhaupt nicht leiden. Die CSU will das Rad der Geschichte zurückdrehen, will uns die neu gewonnene Freiheit wieder wegnehmen. Und mir dreht die Ampel irgendwie nicht genug am Rad. Nee, das klingt jetzt falsch. Sagen wir es so, die Union und die Polizeigewerkschaften würden uns das kleine bisschen Freiheit, was als Cannabisrauch durch das Land wabert, am liebsten wieder wegnehmen. Und ich will verdammt noch mal mehr Freiheit. Ich will Fachgeschäfte.
ist diese Entkriminalisierung schlicht zu wenig. Ich spüre in jeder Faser meines Körpers, dass sehr viel mehr möglich gewesen wäre und nötig ist. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Vielleicht bin ich der Einzige, der sich von Lauterbach und Blinert verarscht fühlt. Wie ist bei euch? Spürt ihr euch noch? Merkt ihr noch die Stelle, wo es zwickt? Tut das noch irgendwo weh, dieses Cannabisverbot? Merkt ihr, dass der Beschiss einfach weitergeht? Wo ist sie denn, die Säule 2? Wo ist da denn der Paradigmenwechsel? Wann endet es endlich, das an Cannabiskonsumenten verübte Unrecht? Es gibt Leute, die finden mich undankbar, wenn ich sowas sage. Die stören sich schon an dem Wort Unrecht. Aber ich kenne kein passenderes. Wenn ich da draußen gucke, dann ist Unrecht. Was seit 53 Jahren mit uns Cannabiskonsumenten gemacht wird, kann man nicht anders bezeichnen. Das ist Unrecht. Und dieses Unrecht hat am 1.4. nicht einfach aufgehört, es wurde nur abgemildert. Ja, Cannabis steht nicht mehr drin im dümmsten Gesetz der Bundesrepublik, ist nicht mehr drin im BTMG. Und das ist euer Erfolg, euer Sieg, yeah! Und so. Aber dieses Konsum-Cannabis-Gesetz, so richtig besser, so richtig schlauer ist es nicht. Das merkt man schon daran, wie es losgeht. Da steht, es ist verboten, Cannabis zu besitzen, anzubauen, erwerben, einzuführen, durchzuführen, auszuführen. Es ist sogar verboten, Cannabis zu verschenken. Wenn ich diesen Joint... mit euch, meinen Freundin, meinen Kampfgefährten teilen möchte. Ungefähr so. Nennt das da Kindergarten. Aufpassen. Diese zutiefst menschliche Geste, das, was mir gut tut, mit meinen Mitmenschen zu teilen, das Paradigmenwechselverhinderungsgesetz verbietet es, bedroht die menschlichste aller Eigenschaften, das Teilen mit Bußgeld und Knast. Wo sind wir denn? Das Land auf, Land ab, die Kifferverbotszone-Schilder aufpoppen. Selbst an Plätzen, an denen es selbstverständlich legal ist, Tabak zu rauchen, ist Unrecht. Dass jugendliche Cannabiskonsumenten zwangstherapiert werden, während ihre Altersgenossin mit ihren Lehrerinnen auf Klassenfahrt saufen, ist Unrecht. Gib mir noch 10 Minuten. Dass selbst unterdurchschnittlichen Homebrewerinnen in diesem Land eine Mindeststrafe von 3 Monaten Gefängnis droht, wegen der besonderen Schwere ihrer Tat, ist Unrecht. Wenn Bundespolizistinnen Cannabis beschlagnahmen, weil es angeblich keinen legalen Erwerbsweg gäbe, wenn Landwirtinnen wegen ihres THC-kastrierten Industrieamts Gefängnis droht, weil man den angeblich zu Rauschzwecken missbrauchen könnte, wenn Cannabis-Patientinnen Ärger mit der Krankenkasse kriegen, während gleichzeitig Opiate in diesem Land so oft verschrieben werden wie noch nie zuvor. Ist das Unrecht? 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 Unrecht! Noch immer sitzen Menschen in Deutschland wegen Cannabis im Knast. So wie mein Freund Paul. Und das ist Unrecht. Himmelschreiendes, andauerndes, vermeidbares Unrecht. Und da hilft es mir ehrlich gesagt wenig, wenn die verantwortlichen Bundestagsabgeordneten dafür um Entschuldigung bitten. Beenden müssen sie das Unrecht. Schluss machen mit der Jagd auf Handfreundin. Legalisieren müssen sie. Aber richtig! Wie Legalisierung aber richtig geht, das müssen wir, du und du und du und ihr und ich,
vermutlich noch so 1, 2, vielleicht auch 3 Millionen Mal erklären, bis auch Alkoholoschek und seine Bierzeltkumpels endlich verstanden haben, dass wir und unser Cannabis nicht der Untergang des Abendlandes sind. Denn das sind wir nicht. Wir sind keine Privilegienjäger. Das sind wir nicht. Wir sind keine Störenfriede. Das sind wir nicht. Wir sind keine Jugendgefährder. Das sind wir nicht. Wir sind keine Fremden, das sind wir nicht. Wir sind Brüder und Schwestern, das sind wir. Wir sind Kinder und Eltern, das sind wir. Wir sind schon immer Teil dieses Landes, das sind wir. Wir sind Bürgerinnen mit Bürgerrechten, das sind wir. Und deshalb werden wir nicht kampflos hinnehmen, dass uns die Entkriminalisierung im nächsten Jahr wieder gestohlen wird. Da mag die Union noch so viel wettern, noch so viel lügen. Für CDU-Chef Friedrich Merz sind wir nichts als bloße Verhandlungsmasse. Für den ist Cannabis nur irgendein luftiges Ding. Der sieht uns nicht, die Millionen Menschen, die jeden Tag von dem Hanfverbot betroffen sind. Und er zählt sie nicht, die Milliarden, die die Jagd auf Cannabiskonsumentinnen jedes Jahr kostet. Das ist dumm und wir haben den Job, ihm das zu sagen. Für den deutschen Mr. Burns, es ist unsere Freiheit nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Preis, den er für seine Kanzlerträume jederzeit zu zahlen bereit ist. Lasst uns diesen Preis möglichst teuer machen. Aber genug Konservenbashing. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums sieht es ja nun auch nicht viel besser aus. Wir alle kennen die Handvoll Bundestagsabgeordneten, die bereit waren, ihre weiße Weste mit unserer Freiheitsliebe zu beschmutzen. Ihre Namen sind Carmen Wegge, Dirk Heinblut, Kirsten Kappert-Gondart, Christine Lüttke und Ates Gürbner. 5 von 734 Bundestagsabgeordneten. 5! Statistisch gibt es über 70 Kiffer im Bundestag. Kennt ihr auch nur einen, der sich dazu bekennt? Bis vor wenigen Wochen hat man mir 20 Jahre lang gesagt, klar kiff ich, aber solange das verboten ist, kann ich das natürlich nicht laut sagen. Und jetzt, wo Kiffen nicht mehr illegal ist, wo sind Sie denn, die prominenten Fürsprecher? Warum schweigen die Bundestagsabgeordneten? Bei Bier und Wein und Kaffee gibt's jeden Tag pressewirksame Termine. Aber mit und für Hanf keinen einzigen. Warum? Jetzt, wo seine Cannabispflanzen mehr sein könnten als ein Wahlkampfgag, warum baut Cem Özdemir nicht pressewirksam an? Er hat so einen schönen Balkon. Warum stehen da nicht 6 Pflanzen? 3 für ihn, 3 für seine Frau. Die Frau würde sich freuen. Wo ist unser Klaus Wowereit? Warum ist Schweigen in 16 Landesparlamenten? Warum schweigen 16 Ministerpräsidenten? Warum schweigen 500 Bürgermeister? Wo ist der eine oder die eine, die den Mut hat zu sagen, ich kiffe und das ist auch gut so? Yeah. Im Kulturkampf um die Freiheit der Cannabiskonsumentin fehlt es uns an Womanpower, an Gesichtern mit Arsch in der Hose. Was mich wieder zu euch bringt, zu uns, zu den legalen Joints, zu denen hier. Ich würde euch die legalen Joints gerne noch ein bisschen madig machen, bitterer. Ich habe nämlich Angst. Ich habe Angst, dass uns das kleine bisschen Freiheit, das wir haben, träge werden lässt. Ich habe Angst, dass wir uns an den goldenen Käfig Cannabiskonsumgesetz gewöhnen. So wie sich viel zu viele an das Hanfverbot gewöhnt hatten, es für unveränderlich hielten, für ewig. Diesen Fehler dürfen wir nicht machen. Den dürft ihr nicht machen.
Wir dürfen den Status quo nicht hinnehmen. Er ist nur eine Etappe, nicht das Ende des Weges. Denn da draußen sind immer noch Menschen, die uns brauchen, die uns wütend brauchen, engagiert, solidarisch, unnachgiebig. Da draußen sitzen immer noch Menschen wegen Cannabis im Gefängnis, weil sie für uns angebaut, veredelt, gelagert, gehandelt, geschmuggelt haben. Für uns! Deshalb ist es unser Job, dafür zu sorgen, dass sie da rauskommen. Und deshalb bitte ich euch, wenn ihr ab heute an euren endlich legalen Joints zieht oder an den Vaporizern oder an den Pfeifen, dann achtet auf die Bitterkeit, schmeckt sie und dann denkt an diejenigen, die noch nicht mit uns feiern können, die dieses Privileg in Freiheit zu kiffen noch nicht genießen. Denkt an alle die Leute, die noch in Gefängnissen sitzen. Denkt an meinen Freund Paul. Und dann tut was! Tut was dafür, dass die Legalisierung endlich vorankommt, weitergeht, nicht stehen bleibt bei diesem komischen Entkriminalisierungsquatsch. Die Legalisierung von Cannabis ist erst vollständig, wenn niemand mehr wegen Hanf im Gefängnis sitzt, wenn niemand mehr Angst haben muss, wegen Cannabis, weil die Polizei an der Tür klopft. Niemand! Dafür steht die Hanfparade. Dafür sind wir hier, obwohl wir eigentlich friedlich feiern, kiffen dürften. Wir sind hier für die Freiheit aller Hanfkonsumenten, für die Gerechtigkeit gegen alle Hanfkonsumenten. Wir sind hier für die vollständige Legalisierung von Cannabis als Rohstoff, Medizin und Genussmittel. Habt Dank für eure Ausdauer, für euren Mut. Habt Dank dafür, dass ihr in all den Jahren immer daran geglaubt habt, dass kein falsches Gesetz ewig währt. Habt Dank dafür, dass Cannabis endlich raus ist aus dem BTMG. Im Namen der Millionen Cannabiskonsumenten in Deutschland. Danke! Und jetzt feiert. Feiert eure Hanfparade 2024. Feiert sie, wie ihr sie noch nie gefeiert habt. Denn diese Hanfparade kommt nie wieder. Die erste legale, eure Hanfparade 2024. Viel Spaß!